Heute sprechen wir über den Warenverkehr. Stell dir vor, du bist Unternehmer. Du besitzt einen Supermarkt und verkaufst Waren vom Großhandel an deine Kunden. Um deinen Jahresabschluss aufstellen zu können, fragst du dich, was der Warenverkehr genau ist und wie du diesen verbuchst? Grundsätzlich fasst der Warenverkehr den laufenden Ein- und Verkauf von Waren in einem Unternehmen zusammen. Dabei können die Waren ganz unterschiedliche Produkte sein. In dem Fall deines Supermarkts sind es beispielsweise Bananen oder Nudeln. Im Rechnungswesen gehören die Waren zu den Vermögenswerten. Du findest sie daher auf der Aktivseite deiner Bilanz. Die Aktivseite wird in das Anlagevermögen und das Umlaufvermögen unterteilt. Da es sich bei Waren um Vermögenswerte handelt, die kurzfristig im Unternehmen verbleiben, finden wir sie im Umlaufvermögen. Bei der Verbuchung des Warenverkehrs unterscheiden wir zwischen dem Vorgang des Einkaufs von Waren und dem Vorgang des Verkaufs von Waren. Schauen wir uns zunächst den Wareneinkauf an. Kaufst du Waren für dein Unternehmen, wie zum Beispiel die Bananen, erfasst du sie auf dem Wareneinkaufskonto. Das Wareneinkaufskonto ist ein aktives Bestandskonto. Warenzugänge erfasst du daher im Soll, Warenabgänge im Haben. Bei einer Buchung auf das Wareneinkaufskonto wird die Ware immer zum Einkaufspreis erfasst. Das ist der Preis, den du auf der Rechnung findest. Der Einkauf von Waren ist dabei immer erfolgsneutral. Schauen wir uns im zweiten Schritt den Verkauf von Waren etwas genauer an. Dein Supermarkt kann nur Gewinn erzielen, wenn du deine Waren zu höheren Preisen verkaufst, als du sie eingekauft hast. Daher verkaufst du beispielsweise die Bananen zu einem höheren Preis als den Einkaufspreis, den du selbst bezahlt hast. Verkaufst du nun die Banane, verbuchst du den Verkaufserlös auf dem Ertragskonto Umsatzerlöse Handelswaren. Du buchst den von dir erzielten Umsatz also in Höhe des Verkaufspreises ein. Diesen findest du auf der von dir erstellten Rechnung. Bei dem Konto Umsatzerlöse Handelswaren handelt es sich um ein Ertragskonto. Dadurch ist der Verkauf von Waren immer erfolgswirksam. Der Gewinn deines Unternehmens steigt. Im letzten Schritt fehlt jetzt noch, wie du die von dir verkauften Bananen wieder aus dem Wareneinkaufskonto ausbuchst. Das erklären wir dir im nächsten Video. Zusammengefasst umfasst der Warenverkehr das Ein- und Verkaufen von Waren in einem Handelsbetrieb. Der Einkauf von Waren wird erfolgsneutral und zu Einstandswerten auf dem Wareneinkaufskonto verbucht. Der Verkauf von Waren ist erfolgswirksam und wird auf dem Konto Umsatzerlöse Handelswaren zu Verkaufswerten erfasst.